Hallo und herzlich willkommen bei Mickeys und Melodies Filmuniversum. Nach dem ganzen Unpacking-Wahnsinn der letzten Tage dachte ich mir, ich stelle euch mal einen meiner Lieblingsfilme vor. Und da ich ihn auch in einer entsprechend guten Edition besitze, wollte ich ihn einfach mal zeigen. So, da haben wir sie auch schon. Es dreht sich um Sucker Punch, der ein Film, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Kam 2011 in die Kinos. Und war nicht so der Bombenerfolg, aber das muss man ja auch nicht immer haben. Aber es ist ein wirklich guter Film. Der Regisseur Zack Snyder bezeichnet den Film als Alice in Wunderland mit Maschinengewehren. So hat er die Grundidee den Leuten von Warner Brothers schmackhaft gemacht. Ja, dann packen wir ihn doch mal kurz aus. Schauen uns einmal diese nette Hülle an. Hinten die Filminformation. Und vorne das FSK-Logo ist leider aufgedruckt. So. Dann gucken wir doch mal näher in dieses kleine Büchlein rein. Auch hier hinten wieder Artwork und die Information über den Film, wer dort mitgemacht hat. Und die Vertriebsfirma. Hängen wir das mal beiseite. Okay, machen wir es mal auf. Und sehen wir Emily Browning, die Hauptdarstellerin des Films, in ihrer Rolle als Baby Doll. In Verkleidung quasi schon. So, haben wir hier einige Informationen über den Film. Und über die Produktionsarbeiten, wie die Produktion vonstatten ging. Hier noch mehr. Über die Besetzung der einzelnen Charaktere. Ein paar Bilder. Das ist wirklich ein nettes Büchlein. Okay, dann haben wir hier über die einzelnen Darsteller, die Infos, noch mehr Bilder. Dann hier weitere Informationen, was die Darstellerinnen bis dahin gemacht haben. Auch sehr interessant, Vanessa Hudgens, bis zu dem Zeitpunkt ja nur bekannt aus den High School Musical Filmen. Und das war dann ihre erste andere Rolle, sage ich mal, wo sie nicht mehr so ein kleines Teenie-Girl gespielt hat. Dann weitere Darsteller. Über die Filmemacher zu Zack Snyder einige Infos. Weitere Leute, die dort mitgearbeitet haben. Wirklich Informationen, die hier drin sind. Und dann haben wir hier hinten noch mal ein Bild und einmal die Blu-ray mit der Kinofassung. Zeige euch die mal ein bisschen näher. So. Und dann haben wir hier einmal auch noch den Extended Cut. So. Okay, was gibt es zum Film zu sagen? Der Film kam, wie gesagt, 2011 in die Kinos, hatte ein Produktionsbudget von 82 Millionen US-Dollar und spielte weltweit 89 Millionen Dollar ein. Somit wird er als einer der Flops des Kinojahres 2011 gewertet, was eigentlich recht schade ist, weil der Film ist wirklich sehr gut gemacht, sieht wirklich toll aus, hat tolle Sequenzen. Spielt er ja in drei Ebenen, einmal in der wirklichen Welt, dann in einer Art Traumwelt von der Hauptdarstellerin und dann geht es von dieser Traumwelt nochmal in eine dritte Dimension, Welt, wie auch immer man das nennen will und dort geht dann die ganze Action los sozusagen. Es wird auch öfter mit Inception verglichen, was ein ähnlich gelagertes Thema hatte. Ich finde persönlich, wäre der Film vor Inception rausgekommen, würden die Kritiker ihn nicht so zerreißen, sondern würden ihn durchaus seine Daseinsberechtigung lassen,
Aber da Inception leider etwas früher da war und Maßstäbe gesetzt hat in dem Bereich, ist der Film natürlich etwas hinten dran. Ja, was kann man noch sagen? Die Kritiken sind weltweit eher negativ. Viele bemängeln, dass es eine Altherrenfantasie ist, auf 2 Stunden gestreckt, wegen den jungen Mädchen in knappen Kostümen und mit großen Waffen. Natürlich kann man das bemängeln, allerdings unterhält der Film dabei doch entsprechend gut und auch die Geschichte, die immer als sehr flach beschrieben wird, ist in meinen Augen nicht so flach, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt und da mal ein bisschen drüber nachdenkt, worum es in dem Film geht und was es eigentlich der Film versucht einem mitzuteilen. Also wie gesagt, guckt euch den Film ruhig mal an und geht auch ein bisschen in euch hinein und horcht mal in euch hinein, was der Film bei euch auslöst und was ihr dort seht und was mit den Hauptdarstellern passiert. Also wie, zur Story kann man so viel sagen, es geht um dieses Mädchen namens Baby Doll, deren Mutter ist gestorben und der Vater, ihr Stiefvater, schiebt sie in eine Nervenheilanstalt ab, weil er an das Erbe möchte. Und in dieser Nervenheilanstalt, Entschuldigung, passieren allerlei Dinge, die dort nicht ganz so rechtens sind. Also der eine Pfleger unterzeichnet dort Akten, die eigentlich von der Doktorin abgezeichnet werden müssten und er lässt da irgendwas und da in dieser Nervenheilanstalt flüchtet sich Babydoll in diese Vorstellung eines Bordells, in denen die Protagonisten gezwungen werden, für die Kunden zu tanzen und während Babydoll tanzt, geht quasi diese andere Welt auf und sie erlebt dann einige Abenteuer und versucht halt mit ihren Gefährtinnen auszubrechen. Übers Ende verrate ich nichts, wer den Film noch nicht gesehen hat. Das ist wirklich ein überraschendes Ende. Hat mich auch sehr mitgenommen. Aber es ist auch ein konsequentes Ende. Also es ist, wenn man den Film dann nochmal schaut und mal auf die Zeichen achtet, kann man durchaus sagen, ja, es gab nur dieses Ende, was möglich war. Ja, eigentlich sollte dieses Video ja schon am 3. Oktober kommen, hat sich leider jetzt verschoben. Kann ich mich nur entschuldigen, wir hatten denn doch nicht mehr so die Lust, noch ein Video zu drehen. Deswegen kommt es dann heute. Ich soll schöne Grüße von Melody ausrichten, die ist gerade nicht da. Deswegen habe ich mich mal hier hingesetzt und ich danke fürs Einschalten und wünsche euch noch einen schönen Tag. Dankeschön.